In diesem Video dürfen wir euch eine echte Weltpremiere präsentieren, denn es geht um die neuen Kochfelder von AEG. Und bei dem Video wie immer viel Spaß! Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und zu einer guten Küche gehört natürlich auch ein perfektes Kochfeld. Und was sich dahinter verbirgt, das wird uns jetzt die Theresa präsentieren. Denn AEG hat hier eine tatsächliche, kann man sagen, Weltneuheit auf den Markt gebracht. Und ich bin total gespannt, was wir jetzt erleben dürfen. Ja, ich freue mich auch. Hallihallo. Also, das ist die neue Sapphire Matt Saphir Matt Induktionskochplatte von AEG. Die ist in Kooperation mit Eurokera entstanden. Eurokera hat das Glas gemacht. Das Besondere hierbei ist, wir haben keine Beschichtung obendrauf, weil wir wissen, Beschichtungen brechen auch irgendwann, sondern das Glas an sich wurde modifiziert. Was man unschwer erkennen kann, denn das Glas hat ja überhaupt keine Spiegelung. Ja. Und wenn man drüber fährt, hat es eine ganz samtliche Haptik. Also man hat das Gefühl, also es stimmt nicht, aber das ist halt wie geätzt, wie ein mattes Glas ist. Ja, es fühlt sich sehr, sehr schön auf jeden Fall an und sieht auch noch gut aus. Definitiv. Ja, und was ist jetzt die Besonderheit? Also es glänzt nicht. Es glänzt nicht, es fühlt sich schön an, hattest du schon, es sieht toll aus. Aber es gibt drei Besonderheiten. Jetzt bin ich gespannt. Besonderheit Nummer eins. Alle kennen das mit so Fingerabdrücken, total ätzend, ewig muss man die wegwischen, mag keiner, oder? Glänzende schwarze Fläche. Und hier, wenn ich hier mit trockenen, nicht so butterigen Fingern rüberfasse, habe ich gar keine Fingerabdrücke. Und selbst wenn meine Finger ein bisschen feucht sind und auch mit Butter eingeschmiert, kann ich hier rüberfassen. Und man sieht es, und jetzt warten wir ein paar Sekunden und machen so ein paar Mal Hokuspokus, Fidibus, und du siehst schon, die werden weniger. Die werden immer weniger und zerlaufen. Das ist ein Harry Potter Kochfeld. Ja. Das kann zaubern. Voll. Echt? Das wird weniger. Das wird weniger. Das trocknet von selber. Es zerläuft obwohl, so richtig schön. Obwohl es gar nicht an ist. Wahnsinn. Ja, das war auf jeden Fall das erste wunderschöne Feature. Das zweite ist, diese Kochplatte ist viermal kratzresistenter, als wir das bei den Standard-Hops haben. Ja. Alle kennen das, so Salz, Zucker, Pfeffer, alles, was irgendwie auf die Platte kommt. Total ärgerlich, weil wenn man dann mit der Pfanne mit dem Topf rüberschrabt und da reicht ein Salzkorn, hat man kleine Kratzer im Feld. Ne? Sensationell. Blöd. Will keiner haben. Hier kann ich jetzt mein Zucker, mein Salz... Was haben wir jetzt? Das ist hier gerade Zucker. Das ist Zucker, okay. Das ist Zucker. Und jetzt nimm dir doch mal die Pfanne und schrab da mal ordentlich rüber. Mach mal. So richtig ordentlich? Mach mal. Ah, ein bisschen Puderzucker. Dollar? Ja, ist schon okay, mach mal. Ja, so ist schön. Das gefällt mir. So ist okay. Jawohl. Ich hab Angst. Nein, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Jawohl. Gut so? Ja, so schick. Jetzt haben wir eine richtig schön eingesaute Platte. Wunderbar. Ich habe alles gegeben. Alles gegeben. Aber ich kann dir jetzt mal rüberwischen. Wir gucken uns das mal an, was du gemacht hast. Das Kochfeld kaputt. Kaputt. Musst du bezahlen. Ich bin versichert. Nein, Glück. Nein, aber wir können jetzt hier dann einmal einfach rüberwischen und da reicht ein nasser Lappen. Da ist jetzt nichts anderes dran. Das ist einfach nur nass. Und ich kann das hier jetzt nochmal trocknen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier ist nichts drauf. Hier ist wirklich nichts drauf. Und die Bedruckung? Die Bedruckung gibt es schon vorher. Und auch die ist noch da, ein Glück. Ein Glück. Eine Sache kann es noch. Dafür nimmst du dir jetzt mal so ein bisschen Butter an den Finger. Darf ich die wieder abgeben? Ja, komm, die gibst du mir. Und nimmst dir mal die Butter. Und dann malst du uns mal eine hübsche Botschaft hier rein. Weil alle kennen das. Gerade so Butter, wenn man das auf der Oberfläche hat, ist wieder wegzumachen. Das darf ich Kind sein und die rummalen. Ja, mal was. Mal uns mal ein Porträt. So. Aber alle kennen das, ne? So Schmiere auf der Oberfläche. Klar, jeder kann malen. Wenn man ein Pferd oder so. Nein. Was schön ist. Nein, aber alle kennen das. Es ist doof wegzumachen. Da braucht man Glasreiniger. Macht überhaupt gar keinen Spaß. Er hat aber eine große Nase gekriegt. Ich habe auch eine große Nase. Na gut. Ich sollte doch porträtieren, oder? Ja, hast du schön gemacht. Nein, sieht super aus. Mit Haaren, ich lieb's. Wunderschön, hier Kunst übrigens, Kunst. Können wir das versteigern? Wir versuchen mal. Wir machen mal noch, wir haben es ja auf Kamera, versuchen mal. Nein, aber ich kann hier jetzt einfach auch mit einem nassen Lappen einmal rüberwischen. Ich brauche keinen Glasreiniger, alle möglichen anderen Produkte, die ich sonst habe. Ist erstmal sehr viel umweltfreundlicher,
Aber er ist natürlich auch einfach ein bisschen arbeitsschonender. Also, du nimmst jetzt nur Wasser? Ja, da ist jetzt nur Wasser drauf. Da ist nur ein nasser Lamm. Ja, fasst gerne an. Riecht schon ein bisschen nach Butter, ne? Ja, ja, das ist gewischt hier. Da wurde schon ein paar Mal gewischt, aber das riecht definitiv nicht nach Chemie. Nee, ist keine Chemie drauf. Und es ist auch kein Zauberlappen, ne? Können Sie mit jedem machen. Aber da gehen wir jetzt drüber. Und das war's schon. Machen wir noch einmal trocken. Fertig. Okay. Und du kommst jetzt wirklich nicht aus der Zauberschule aus Hogwarts oder so? Ich habe es mir zwar immer gewünscht, aber ich habe leider nie einen Brief bekommen. Okay. Die Eule kam nicht. Die Eule kam nicht. Also, bin baff, sensationell. Und ja, gibt's das jetzt nur, weil man jetzt den Kopf hält, mit integrierten Abzug? Ist das jetzt nur für Muldenlüfter oder habt ihr das auch in den klassischen Kopffeldern? Wir haben das auch einmal ohne Muldenlifter. Dafür müsst ihr einmal rüberkommen, da könnt ihr einmal filmen, da seht ihr das. Dann ist es auch einmal ohne Muldenlifter. Natürlich, dann ist da natürlich noch eine Spule mehr in der Mitte. Anmachen, ja, na klar. Guck mal, haben wir noch ein bisschen Licht integriert. Haupt zu Hut natürlich. Verbunden mit der Haube, sensationell. Verbunden mit der Haube. Ich bin schwer beeindruckt. Das freut mich, so will ich es haben. Vielen lieben Dank für deine Präsentation. Logisch. Vielen Dank. Weitere interessante Highlights von der IFA findet ihr über den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann-Küchen-Logo. Die Glocke nicht vergessen, damit ihr die neuen Highlights nicht verpasst. Und dann sehen wir uns immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert mit Theresa. Tschüss.